Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute. Unser Thema heißt Geständnisse. Ich möchte gerne mit euch über Geständnisse, über große Geständnisse, dramatische Geständnisse sprechen, die ihr schon gemacht habt oder die man euch gemacht hat. Oder vielleicht überlegt ihr gerade, ein Geständnis jemandem zu machen, und wir können gemeinsam darüber beraten, ob es gut ist, ob es nicht gut ist und wie man es machen könnte. Vielleicht tragt ihr irgendeine Sache schon sehr lange mit euch herum. Also, Thema Geständnisse, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann telefonieren 0800 220 5050, mailen domian@wdr.de. Erste Anruferin ist Tanja und Tanja ist 32 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo. Thema Geständnisse. Ja, das ist so ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr stark bewegt. Ja, inwiefern? Ja, eigentlich, weil ich eins vorhab und mich bislang immer so ein bisschen verdrücke. Aha, um was geht's denn? Also ich bin als Kind missbraucht worden und mache gerade so eine Weiterbildung, die so auch therapeutische Elemente hat. Und da ist mir so klar geworden, dass ich es meinen Geschwistern nicht länger verheimlichen will. Also gerade mein Bruder ist jemand, der mir sehr nahe steht und auch eigentlich jemand ist, der mir sehr gut tut von seiner Art, wie er ist. Und wer hat dich denn missbraucht? Das war ein Jugendlicher aus der Clique, der wir damals so waren. Der war 4 Jahre älter als ich. Und ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Nee, das nicht. Aber irgendwie, ja, damals war das so eigentlich so der große Held, der große Schwarm. Ja. Und ist es einmal passiert? Ja, es ist einmalig gewesen. Jedenfalls kann ich mich nur an eine Situation erinnern. Wie alt warst du da? 11. 11 Jahre. Mhm. Und er war 15 schon? Ja, so. Mhm. Es war eine Vergewaltigung. Ja, also es kam nicht zum Geschlechtsverkehr, es war nur mit den Händen halt. Mhm. Ja. Wer weiß denn davon? Also aus der Familie weiß es nur meine Mutter. Mhm. Und dann gibt es ein paar sehr wenige gute Freunde, die darum wissen. Ja. Hat das damals Konsequenzen irgendwie gehabt? Hast du es damals direkt deiner Mutter gesagt? Und hat nee, das habe ich mich lange gefragt, warum ich das damals überhaupt nicht erzählt habe. Aus Scham vermutlich. Das auch, ja, ich weiß es nicht, ich nehme mal an. Also ich habe wahrscheinlich damals gesagt, ich bin der Einzige, der das passiert. Das Thema war ja damals auch noch nicht so in den Medien. Ja. Und ich habe das auch total verdrängt gehabt. Das kam erst so ab 18 so praktisch wieder hoch mit Albträumen und so. Und dann erklärten sich für mich auch andere Dinge, warum ich so Hassgefühle diesem Kerl gegenüber hatte, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Das heißt, du hast mit 18 das erst deiner Mutter erzählt? Nee, ich habe ihr das erst mit 23. Erst mit 23? Ja, ich habe, als das damals so mit 18 so hochkam, im Abiturstress auch, da habe ich es ja erst selber nicht geglaubt. Also so, ne, weil so nach dem Motto, sowas vergisst man ja nicht, ne, wenn man das erlebt hat. Und brauchte eine längere Zeit. Und war das damals eine Situation, die du mit sehr großer Angst auch in Verbindung setzt und in der Erinnerung hast? Ja, es war eine sehr, sehr unangenehme Situation, ja. So, jetzt geht es darum, soll es dem Bruder, ich meine, das Wort Geständnis ist ja vielleicht gar nicht so passend dafür, ne? Denn du hast dir ja nicht zu Schulden kommen lassen. Es geht ja nur darum, etwas zu erzählen aus deinem Leben. Darum geht es jetzt, ob du es ihm erzählst? Ja, also für mich passt ein Geständnis insofern, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ihm gegenüber die ganze Zeit nicht ich selber zu sein. Oder nicht ehrlich gewesen zu sein. Ja, genau, nicht wie ehrlich. Also so, das ist es, was mir auch so Probleme macht. Also einerseits denke ich, so, er ist jemand, der mir sehr nahe steht, der möchte ich das gerne, dass er es weiß. Andererseits weiß ich nicht, wie reagiert er. Meine Mutter hat damals sehr scheiße reagiert. Dafür habe ich natürlich Angst, dass er auch blöd reagiert. Wie hat die Mutter denn reagiert? Wie hat die Mutter denn reagiert? Ja, so mit Schuldzuweisung und auch so mit, ja, darüber redet man nicht und so wischen wir gleich vom Tisch und auch ein Verbot ist,
keinem anderen sonst zu erzählen, nicht in der Familie, aber auch sonst nicht. Mhm. Und auch so, ja, wenn du damals was gesagt hättest, dann müsstest du jetzt nicht eine Therapie machen, so nach dem Motto. Also bist selber schuld, dass es jetzt so schlimme Folgen hat. So. Gut, ich würde jetzt aus dieser Erfahrung, die du mit deiner Mutter gemacht hast, nicht schlecht lernen. Deine Mutter hat sicher falsch reagiert, finde ich. Ja, und ja, unsensibel also, reagiert. So, ja, ich denke auch, sie war damals einfach überfordert, so sage ich jetzt mal so mit Abstand. Ja. So, ne? Naja, wie alt war, das ist noch gar nicht so lange her, wie alt war denn, na gut, 10 Jahre ungefähr. Ja. Wie alt war deine Mutter da? Anfang 40. Ja, gut, da ist man eigentlich nicht überfordert, wenn die Tochter sagt, da ist mir damals so etwas passiert. Okay, ich würde an deiner Stelle aber wirklich, wenn du sagst, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder und der Mann steht mir nahe und ich finde, ich bin es dem auch schuldig, dass der so alles aus meinem Leben und vor allen Dingen, was mich sehr bewegt, dass der das auch weiß, würde ich es ihm sagen. Das schon, aber irgendwie finde ich es ganz ist schwierig sozusagen, wie macht man diesen Gesprächsanfang? So, hallo, ich muss dir mal was erzählen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das anpacken soll, so, weil das irgendwo dadurch, dass man sich so lange kennt, ne, jetzt jemand, den man neu kennenlernt, finde ich. Du könntest ja zum Beispiel erzählen, dass du etwas ganz Ungewöhnliches gemacht hast. Nämlich, dass du beim Radio bzw. beim Fernsehen angerufen hast. Und erzählst mal die Geschichte, dass du hier angerufen hast. Ja. Und somit hast du eine Einleitung für das Gespräch. Und dann sagst du, das Thema in der Sendung war Geständnis. Und ich habe da etwas erzählt, was ich dir sehr gerne auch erzählen möchte. Ja. Ich habe sogar in der Sendung darüber gesprochen, ob ich es dir erzählen soll. Ja. Und schon hast du einen Einstieg in die Thematik. Ja. Ich würde es machen. Ich würde es wirklich machen, Tanja. Ich glaube, das ist euer Verhältnis, wenn es eh schon gut ist, noch mehr verbessern wird. Weil es euch noch näher aneinander ranbringt, wenn man sich dann das Allerletzte auch noch erzählt. Ja, also das ist das, was ich mir auch wünsche irgendwo, weil ich merke, dass ich den Halt von ihnen halt auch brauche. So. Ja. Mach es. Ich glaube, du kannst nur gewinnen. Ich bin da ganz optimistisch, wenn du sagst, dass das Verhältnis so gut ist. Ja, also doch, also wir sehen uns zwar selten, weil er weit entfernt wohnt und telefonieren ist auch irgendwie nicht groß miteinander, aber wenn wir uns sehen, ist es immer sehr nah irgendwie so. Und also, umeinander und, mach es. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Tanja. Tschüss. Unser Thema ist Geständnisse, ihr Lieben. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt über Geständnisse, die ihr schon gemacht habt oder die man euch gemacht hat oder ob ihr, wie Tanja es gerade erzählt hat, ihr so am Überlegen seid, ob ihr ein Geständnis formulieren sollt, einem Menschen gegenüber. Vielleicht geht es um eine ganz dramatische Sache, die ihr bisher geheim gehalten habt und euch auch dafür schämt. Und wir können drüber sprechen und beraten und unterhalten. Dann meldet euch bei mir 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf übermorgen, auf Samstag. Samstag ist mein prominenter Gast Georg Uecker, alias Dr. Carsten Flöter. Und wenn ihr gerne mit Carsten Flöter oder Georg Uecker reden wollt, dann, nicht oder, natürlich mit Georg Uecker reden wollt, dann meldet uns doch heute schon unter domian@wdr.de. Die Sendung beginnt um 0 Uhr im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Da könnt ihr natürlich vor der Sendung auch noch anrufen. So, hier ist Doris. Doris ist 32 Jahre alt. Hallo Doris. Hallo Domian. Hallo Doris. Erstmal wollte ich dir sagen, dass ich deine Sendung super finde. Dankeschön, sehr nett von dir. Und dich natürlich auch. Und vor allen Dingen deine Ratschläge. Sehr nett, vielen Dank. Die sind immer spitze. So, jetzt hast du dich zum Thema Geständnisse gemeldet. Ja, und zwar gibt es da auch meine Mutter. Mhm. Und zwar, ich war vor 2 Tagen im Internet. Ja. Und da kam sie dazu und hat gesehen, dass ich auf einer Seite für SM war und mir da Möbel angeschaut habe. Mhm. Und zwar halt speziell war es ein Andreas Kreuz. Mhm. Das ist so ein Kreuz? Das ist so ein Kreuz. Mhm. Meistens schwarz lackiert, manchmal mit Leder bezogen. Mhm. Das steht frei oder an der Wand. Und das ist eben ein Möbel aus der SM-Szene. Kann man haben, muss man aber nicht. Ist das nur ein... Gibt es da ein kleines Baby bei dir auf dem Arm oder in der Gegend? Ja, neben mir. Meine Maus, meine Kleine, die will nicht schlafen. Ich höre die kleine Maus nämlich ein bisschen vor sich hin erzählen. Genau. Also ist das nur ein Möbelstück? Das ist ja nicht nur ein Möbelstück. Da wird man ja auch festgeschnallt drauf, ne? Ganz genau, so, ja. So. Deine Mutter, wohnst du mit deiner Mutter zusammen? Wir haben ein Haus. Ja, und sie kam dazu, während du im Internet ein Andreaskreuz hier angeguckt hast. Genau. War sicher ein bisschen peinlich, oder? Naja, sagen wir mal so, ich mache das jetzt schon über 10 Jahre. Ja. Mir ist es so gesehen nicht mehr peinlich, das öffentlich zu sagen. Aber meine Mutter hat auf dieses
Teil so extrem reagiert. Sie wusste vorher gar nicht davon, dass du SMlerin bist. Ja, ich sag mal, sie ahnt vielleicht was, aber sie hat das in dem Moment so unwahrscheinlich in so eine perversen Ecke abgeschoben. Was hat sie denn gesagt in dem Moment, als sie es gesehen hat? Da ging es los, so, was ist denn das? Dann sag ich, ein Andreaskreuz. Ja, wofür denn? Dann habe ich ihr das erklärt und sagte, das sind doch alle Spinner, die sind doch alle krank, die sind, gehören doch alle weg. Wie erklärt man das der Mama? Erklärt man das, dass man sich daran fest schnallen lässt und unter Umständen ausgepeitscht wird und so? Ja, ich habe es allgemein gehalten. Ich habe nicht gesagt für mich, sondern ich habe gesagt, das ist dafür da. Ja. Und und da war sie empört. Sie hat gesagt, das ist pervers, das ist krank, die Leute, die sowas machen. Genau, sie hat das im Fernsehen gesehen und da werden die Leute ausgepeitscht, wer lässt sich denn schon freiwillig schlagen und sowas alles. Und dann habe ich dann noch gesagt, du, das ist überhaupt nicht so. Ich habe es ja dann noch versucht. Und dann, ach, du kannst mir nichts erzählen, hat sich umgedreht und ist raus. Das heißt, du hast in der Situation dich nicht noch weiter erklärt und hast gesagt, pass auf, ich mache auch sowas und ich stehe drauf und darum geht es jetzt wahrscheinlich zum Thema Geständnis, ne? Ja, weil ich, wenn sie da jetzt so schon ablockt, also meine Mutter schiebt jetzt meinen Mann und mich in eine Ecke rein, in die wir nicht gehören. Mhm. Also das klären wir nochmal ab. Du lebst mit deinem Partner zusammen. Genau. Und ihr lebt im Haus, gemeinsam in einem Haus mit deinen Eltern. Mit zwei Wohnungen, ja. Mit zwei Wohnungen, genau. Mhm. Und du praktizierst SM mit deinem Mann, mit deinem Partner. Und schon seit sehr langer Zeit. Ja. Und mit sehr viel Spaß und Erfolg. Und das ist euer Ding, das habt ihr so gefunden für euch. Ne? Geht ihr irgendwo in Clubs? Oder? Nein, wir sind uns absolut treu seit unserer ersten Begegnung. Aber dann müsst ihr doch auch irgendwelche Gegenstände zu Hause bei euch haben. Ja, also wir haben schon diverse Kleinutensilien hier und wir haben, damit das nicht so auffällt, wenn Besuch kommt, weil wir haben ja auch von normalen Leuten, sag ich mal, Besuch. Ja. Und ich möchte nicht jeden gleich vor den Kopf stoßen. Ist mir klar. Also kleine Utensilien, was heißt das? Peitsche? Ja, Schlagwerkzeuge. Schlagwerkzeuge. Seile, Ketten. Ja. Das übliche Zeug. Und die Sachen sind tief im Kleiderschrank hinten versteckt wahrscheinlich? Nö, noch nicht einmal. Also die Schlagwerkzeuge, die sind in der Vase aufgestellt. In der Vase? Im Wohnzimmer? Also, nee, im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ja gut. Da kommt ja auch nicht jeder Besuch ins Schlafzimmer. Nee. Und wenn dann denkt der Besuch, na was ist denn das? Weiß nicht, was los ist und geht wieder raus. Wolltest du oder ihr euch denn so ein Andreaskreuz kaufen? Ja, bis jetzt haben wir den Türrahmen missbraucht. Den Türrahmen, ne? Hast genau, du gesagt? Genau, den ganzen Türrahmen rundherum mit Ösen bestickt, damit man Seile führen kann. Also, aber seid ihr denn nicht sehr verspannt, wenn ihr beide Sex miteinander habt, auf diese eher heftige Art und Weise und die Eltern wohnen mit im Haus? Dann dürft ihr auch mal keinen heftigen Laut von euch geben, ne? Dann fällt die Mama aus dem Bett unten. Nee, ich habe das Glück, dass mein Mann Schichten arbeitet. Ja. Der arbeitet auch manchmal am Wochenende und dann hat er unter der Woche natürlich frei. Ja. Und dann ist das Haus leer. Achso, dann sind deine Eltern sind dann weg irgendwie. Genau, dann die dann könnt ihr auch noch arbeiten. Richtig die Sau rauslassen bei euch im Haus. Genau. So, jetzt hat die Mutter eine schlechte Meinung über dich. Ja. Und die denkt, das Kind ist pervers. Ja. Und der Mann, der Schwiegersohn ist auch pervers und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die haben ein kleines Kind und wer weiß, was alles passieren kann. Ne? Was ja, also mit dem Kind, glaube ich, hat sie keine Probleme. Mhm. Da denke ich mal, schätzt sie mich schon so ein, dass das Kind da außen vor bleibt. Ja. Ja, also da sie ja jetzt schon sowas gewittert hat und sie so heftig reagiert hat. Hast du denn, wann ist das passiert? Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Hast du gerade gesagt, vor zwei Tagen. Wie war die Stimmung denn jetzt so heute und gestern? Ja, sie ignoriert das Thema jetzt. Das ist für sie abgehakt. So, sie will davon nichts wissen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst darauf ein, dass das einfach zur Tabuzone erklärt wird. Ich meine, wenn euer Verhältnis sonst gut ist und sie ganz einfach mit dem Thema nichts anfangen will, kann man das natürlich auch überschweigen. Wenn du aber den Eindruck hast, da hängt irgendwie so eine Gewitterwolke oder eine Schattenwolke über uns, Gewitterwolke nicht, aber irgendwas ist da so in der Luft und es ist mir unangenehm, dann würde ich es zumindest versuchen anzusprechen und sagen, hier, pass auf Mama, das ist unser gemeinsamer Spaß, unser gemeinsamer Wille. Das ist nicht ganz normal, was man so normal nennt, aber es machen viele Leute und wir sind glücklich dabei.
Ja, das kann ich ja so mal sagen, weil, also, es ist nicht so direkt, dass jetzt da irgendwas zwischen uns ist, aber ich fühle mich irgendwo verletzt. Ja, weil sie so reagiert hat, ne? Genau. Verstehe ich. Mhm. Weil es ist einfach nicht so, wie sie das darstellt. Du kannst ihr sagen, pass mal auf, wir müssen da jetzt nicht im Detail drüber sprechen, wenn dir das auch unangenehm ist. Nimm doch einfach nur so zur Kenntnis, dass wir uns, also mein Mann und ich, dass wir uns dazu entschieden haben, dass es überhaupt nichts Schlimmes und Perverses ist, dass es 100.000 Menschen gibt, die das machen. Und versuche es einfach zu tolerieren, so wie ich deine oder eure Sexualität auch toleriere. Ja, das kann ich ja so mal sagen. Wenn du dich verletzt fühlst, würde ich dir das wirklich dringend auch sogar so raten. Ja, weil es hat mich echt geschockt, ja. Dass ihre Reaktion ja. darauf. Mich auch, weil ich meine, in der heutigen Zeit kriegt man ja so viel mit. Also wenn jemand vor 20, 30 Jahren darauf so reagiert hat, konnte man es noch eher verstehen. Aber heute ist ja die Aufklärung durchs Fernsehen und man hat so viel mitbekommen und man redet so offen darüber, hier in dieser Sendung beispielsweise auch, dass das nun wirklich nichts Schlimmes ist. Wirklich nicht. Ja, wenn ich jetzt Glück habe, sag ich mal, guckt sie sowieso gerade zu, weil sie leidenschaftlich gerne bei dir zuguckt. Das ist natürlich ein geschickter Trick jetzt von dir gewesen, hier anzurufen. Ja, also ja, liebe Mama von Doris. Die Doris ist nur wirklich eine sehr nette, wie ich sie nur gerade kennengelernt habe. Danke. Und so, und wenn die Doris, ich meine, es ist doch nichts Schlimmes. Die Doris ist ihrem Mann treu, die beiden lieben sich, die haben eine Familie, alles ist wunderbar und die haben halt diese Sexualität für sich entdeckt. Dann tolerier es doch. Versteht ihr euch eigentlich gut, Doris, du und deine Mama? Ja, eigentlich schon. So, ihr wohnt zusammen in einem Haus, ist doch alles eine tolle Sache, liebe Mama von Doris. Sieh doch zu, dass es, auch wenn es nicht dein Geschmack ist, was man ja auch verstehen kann, sieh doch zu, dass du es einfach hinnimmst und tolerierst, dass deine Tochter das gerne mag und dein Schwiegersohn. Ja, sie soll vor allen Dingen verstehen, dass das wirklich nichts Schlimmes ist. Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Krankes, es ist nichts Perverses und wenn beide Spaß dran haben, ist es wirklich in Ordnung. Und es tut auch nicht weh. Und es, ja, oder es tut so ein bisschen weh und du willst, dass es ein bisschen weh tut. Ja, also ja. Ein bisschen ist schon okay, aber es ist ja. Nicht so, dass wir uns gegenseitig die Haut abziehen oder so. So ganz schlimm seid ihr ja auch nicht, dass da literweise Blut fließt und so. Nee, mein Tröpfchen, aber das ist auch schon. Und ihr haut euch mal ein bisschen auf den Popo und dann ist auch gut. Genau, so. Doris, hoffentlich hat sie zugehört. Ja. Und wenn sie nicht zugehört hat, dann sprich sie nochmal nett drauf an und versuche sie da ein bisschen toleranter zu stimmen. Das mache ich. Alles Gute. Dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Thema Geständnisse 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich mal über 1Live zu hören. Dieses kündige ich schon mal an. Morgen gibt es eine tolle große Übertragung von der Lit Cologne. Wir haben eine große Lesemesse hier in Köln und da gibt es eine Übertragung im Fernsehen, wo viele, viele Menschen aus tollen Büchern vorlesen und das ist dann auch während unserer Sendezeit. Aber wir sind im Radio und wir sind live am Samstag auf dem Sender um 0 Uhr mit meinem prominenten Gast, mit Georg Uecker. Und wenn ihr gerne auch mit Georg Uecker telefonieren möchtet während der Sendung, dann meldet euch doch bitte schon rasch an unter domian@wdr.de, Telefonnummer aufschreiben und auch schon mal eure Frage oder euer Thema formulieren und dann rufen wir euch gegebenenfalls Samstag zurück. Hier ist Manni und Manni ist 33 Jahre alt. Hallo Manni. Ja, hallo Domian. Hallo Manni. Möchtest du etwas gestehen oder hat man dir etwas gestanden? Nein, ich möchte gern gestehen. Du möchtest gestehen? Ja. Erzähl. Also und zwar habe ich mit der Freundin meines besten Freundes geschlafen. Einmal? Einmal, genau. Freundin des besten Freundes. Wann? Ja. Das war vor 2 Monaten. Ja. Auf einer Geburtstagsfeier von ihm. Von ihm auch noch? Von ihm, also ja. Sein Geburtstag war das? Sein Geburtstag. Sein Geburtstag? War sein Geburtstag. Sein Geburtstag. Wo war er, während du mit seiner Freundin geschlafen hast? Also wir haben bis ungefähr 3 Uhr morgens gefeiert. Ja. Und wurde halt viel getrunken. Ja. Und dann sind die letzten Gäste dann auch gegangen. Ja. Und er ist dann auch schon ins Bett gegangen. Und du saßt dann mit seiner Freundin alleine im Wohnzimmer? Genau. Und wir haben halt noch bestimmt 1,5 Stunden, 2 Stunden noch geredet. Mhm. Über allen sämtlichen Zeug. Ja. Und dann haben wir uns halt geküsst. Wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Das war sie. Das war sie. Das war sie. Ehrlich? Das war sie, ehrlich. Mhm. Okay. Aber du hast dann mitgemacht? Ich habe dann mitgemacht, ja. Der erste Kuss, also war ja. Der Kuss auf dem Sofa und dann habt ihr auf dem Sofa Sex gehabt? Genau. Und der Mann, lag nebenan? Der lag nebenan. Mhm. War auch ziemlich riskant. Ja, und dann bist du irgendwann gegangen? Ich bin direkt danach gegangen, ja. Warst du sehr besoffen? Nein.
Eigentlich nicht. Das ging eigentlich. War sie sehr besoffen? Eigentlich auch nicht. Mhm. Also man hätte es noch verhindern können, also so. Ja. Wie lange ist er dein bester Freund? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Genau. Und wie lange sind die beiden zusammen schon? 5 Jahre. 5 Jahre schon? 5 Jahre. Das heißt, du kennst die beiden richtig gut? Ja. Und ihr habt sehr viel schon zusammen gemacht? Jeden Tag eigentlich sind wir zusammen, sehen uns. Mhm. Ja. Das ist natürlich hochheikel, ne? Ja. War denn da schon länger? Lag da irgendeine Erotik in der Luft zwischen dir und ihr? Eigentlich gar nicht. Eigentlich haben wir das erst an der Feier gemerkt, halt so. Wurden die Blicke mal öfter mich trafen. Aber warum, ich meine, du bist ja schon auch schon 33 Jahre alt. Ja. Warum hast du, wenn du nicht so, so sehr besoffen warst, die Notbremse gezogen? Nach dem Kuss könnte man sagen, okay, komm, egal. Du hättest auch sagen können, nee, da liegt mein bester Freund. Jetzt ist Schluss, ich mach's nicht. Außerdem bin ich mit beiden sehr eng befreundet. Ja, das habe ich halt auch leider erst hinterher gemerkt. Weil so. Ja, warum nicht? Warum nicht die Notbremse gezogen? Ja. Da war die Leidenschaft halt in dem Moment, glaube ich, stärker. Mhm. Hast du, während du mit ihr zugange warst, hast du schon da ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja, doch. Und als du da nach Hause gegangen bist? Ich konnte erstmal gar nicht nach Hause gehen. Erstmal. Eine Runde um den Block? Ja. Mhm. So, das Ganze ist vor 2 Monaten passiert. Er ahnt überhaupt gar nichts. Bis jetzt noch nichts, aber er guckt auch auf die Sendung. Ah. Und deswegen ihr, bin ich auch ein bisschen nervös jetzt. Das heißt, dass du versuchst, uns sogar ein bisschen zu benutzen, um es ihm nicht direkt ins Gesicht zu sagen, aber du willst es ihm sagen. Ich will es ihm sagen. Das heißt, dein Name ist wirklich Manni? Du heißt wirklich Manni? Manfred, ja. Manfred. Und wenn er jetzt zuhören würde, hätte er dich schon längst erkannt? Wenn er zu. An der Stimme und. Ich weiß, schätze ich mal. Glaube ich schon, Geburtstag und 10 Jahre bester Freund. Ja. Oh, weia, hast du denn mit ihr mal darüber gesprochen, wie ihr euch verhalten sollt? Die Problematik ist, sie schätzt, dass sie schwanger ist. Oh, ich fasse es nicht. Auch noch ohne Schutz. Ja. Na, seid ihr denn nicht mehr bei Trost? Seid ihr denn nicht mehr bei Trost? Das verstehe ich nun wirklich überhaupt nicht mehr, Mann. Warum? Also, dass man das überhaupt macht, 10 Mal warum? Aber warum denn dann wenigstens nicht mit Gummis? Ja. Bist du 13? Nein. Na. Da wissen ja die Jugendlichen mehr über Verhütung, als ihr alte Säcke, Mensch. 33 und denkt nicht an sowas. Hm. Ja. Wie vermutet sie jetzt oder ist sie schwanger oder was? Sie vermutet es, sie war noch nicht beim Arzt. Ja, ich weiß nicht. Also es könnte hochkompliziert werden. Was ist er für ein Typ? Wie reagiert er, wenn er es erfährt? Wahrscheinlich, vielleicht weiß er es jetzt in diesem Moment schon, ich weiß es ja nicht. Wie mir die Freundschaft kündigen? Mhm. Weil wir uns schon so lange halt kennen. Ja. Er ist verliebt, ist über beide Ohren. Immer noch an seine Freundin? Ja. Mhm. Und, ja. Würde er sich von ihr auch trennen? Das weiß ich nicht. Aber die Freundschaft wäre kaputt? Die Freundschaft, ja. So, und das nur wegen einer geilen Stunde. Oder nicht mal einer Stunde. Ja. Wahnsinn, ne? Mhm. War dir die Freundschaft sehr viel wert? Sehr viel wert, sehr ja. viel. Das heißt, der Mann ist dir sehr viel wert? Ja. Wir gehen zusammen in einen Fußballverein. Mhm. Ihr redet viel über alles. Wir arbeiten sogar zusammen. Ihr arbeitet sogar zusammen. Ja. Das heißt, wir sehen uns danach jeden Tag noch. Dann ist es teilweise mutig, dass du jetzt hier anrufst und teilweise feige, dass du anrufst. Ja. Ne? Beides. Mhm. Wenn du damit rechnest, dass er eventuell zuhört, könnte man sagen, Mensch, dann musst du auch manns genug sein, ihm das direkt zu sagen. Ja. Wenn er. Jetzt mal gleich werde ich noch einen Anruf kriegen, bestimmt. Mhm. Oder wenn ich sehe, ich morgen. Hast du denn mit ihr, was ich gerade meinte, darüber beraten, was zu tun ist? Habt ihr beide darüber gesprochen? Ja. Sollen wir reden, sollen wir nicht reden? Was ja, sie wollte, dass gar nichts, also nichts darüber mehr gesprochen hätte vor ihrem Freund. Er sollte nie erfahren. Und dann Teppich kehren. Ja, mhm. Aber das kann ich nicht weiter. Und wie stellt sie sich das vor? Nehmen wir mal an, sie ist wirklich schwanger. Wie sollte das dann gehen? Die will abtreiben dann. Mein Gott, ist das alles schlimm. Ja. Hm.
Aber für dich ist das, du hast so eine Gewissensbelastung, dass, nehmen wir mal den hoffentlichen Fall an, dass sie nicht schwanger ist. Ja. Wäre es für dich keine Option zu sagen, ich überschweige das und mache es nie wieder? Ja. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ja. Du kannst eigentlich gar nicht deinem Freund gegenübertreten, mehr richtig? Eigentlich nicht, aber ich werde auf jeden Fall allen Mut zusammennehmen. Also ist die Entscheidung letztendlich gefallen, dass du es ihm sagst, wenn es, wie gesagt, nicht jetzt schon passiert ist. Ja. Ne? Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Auf der Arbeit, ja. Seitdem sind wir halt eigentlich fast jeden Tag zusammen. Ich sag ja immer, ich finde, das ist das absolute Tabu, dass man die Hände vom besten Freund, von der Freundin des besten Freundes wegwirft. Eben. Alles, aber nicht das. Ja. Genau. Und wenn du geil bist, dann geh irgendwo in den Puff, aber geh nicht an die Freundin deines besten Freundes. Ja. Ja, Manni. Wahrscheinlich kriegst du jetzt einen Anruf. Ja, davon gehe ich aus. Wenn nicht, dann auf morgen, werde ich es ihm morgen persönlich sagen. Dann musst du es ihm morgen persönlich sagen, ja. Ja. Ich finde, du solltest sie, wenn du es ihm persönlich sagst, sie aber auch einweihen, damit sie auch weiß, dass... Eigentlich müsstest du ihr jetzt auch noch eine SMS schicken, dass du hier angerufen hast. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Wohnen die beiden zusammen? Die wohnen zusammen, ja. Mhm. Aber ich glaube, sie ist irgendwie jetzt, weil ich ihr gesagt habe, dass ich bei Domian angerufen habe. Hört sie zu. Hört sie vielleicht zu. Ja. Wie sind denn, lass mich das mal fragen, deine Gefühle zu dieser Frau? Ist das eine reine Freundschaft oder... Reine Freundschaft. Reine Freundschaft. Da ist also nie irgendwie sowas, dass du dich irgendwie verknallt hast oder so. Mm-mm. Mm-mm. Sie hat mich, bei ihr kam irgendwie mehr rüber. Ein bisschen. Mm-hmm. Ja. Ach so, du meinst, dass sie eventuell sich in dich verlieben könnte? Ja. Bei dir ist das aber nicht der Fall? Nein. Wenn du mit deinem Freund morgen sprichst und der nicht sofort dicht macht, bitte? Ich sag, wenn du mit deinem Freund morgen sprichst und der nicht sofort dicht macht, ja. Gäbe es irgendwas, wie du es wieder gut machen könntest, was du ihm anbieten würdest? Bitte, ich hatte es nicht verstanden. Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, ich biete ihm das an? Das... Manni, komm raus! Was ist das? Der Uwe. Und wer ist das? Wer ist Uwe? Feuer! Ja. Okay, dann brechen wir mal ab hier jetzt, ne? Ja. Okay. Was war das denn jetzt? Hier ist Sandra und Sandra ist 35 Jahre alt. Hallo Sandra. Guten Morgen. Guten Morgen. Dramatisch, ja. Dramatisch war das gerade. Ja, ich war noch ein bisschen erschrocken. Ja, wie seltsam. Da muss irgendjemand in der Wohnung gewesen sein, der es vielleicht gehört hat und sauer ist und irgendwie in die Tür geklopft hat. Oder, nein, wie auch immer. Sandra, Thema Geständnisse bei dir. Ja, mein Geständnis ist, dass ich meiner Mutter eigentlich mal vorspiele, dass ich stark bin und alles mache und tue es nicht. Mhm. Ich habe mein Nagelstudio verloren, was ich 10 Jahre gehabt habe. Und seitdem ich es verloren habe, bekomme ich das gar nicht mehr alles so auf der Reihe. Ja, wann hast du es verloren? Vor 2 Jahren. Jetzt. Vor 2 Jahren. Und deine Mutter geht immer noch davon aus, dass du es hast? Nein, nein, sie weiß, dass ich es aufgeben muss. Ne? Mhm. Nur mein Problem ist, ich spiele ihr vor, dass ich mich bemühe, dass ich nach den Behörden gehe, dass ich alles mache und tue. Und ich tue es nicht. Ja. Ich habe mich aufgegeben. So und also das Nagelstudio ist pleite gegangen? Ja, damit auch durch meine Schuld ein bisschen, teils. Weil? Ich habe die Buchführung nicht so geführt. Ne? Mhm. Und also du hast es ein bisschen schluderig gemacht alles? Ich konnte einfach gar nicht. Ich hatte so viel zu tun. Es ist nur eine Kettenreaktion gewesen. Mein Mann hat mich verlassen im Geschäftsaufbau. Und ich habe versucht, das Geschäft noch mit einer Kraft zu halten. Und ich habe es nicht geschafft, weil es war eigentlich im Aufbau, in dem Sinne, nach der Trennung konnte ich es nicht mehr. Ich habe es aber trotzdem noch weiterhin geschafft. Und ich habe die Buchführung nicht gemacht. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr böse. Ne? Und dadurch habe ich eine sehr große Rechnung durch ein Finanzamt bekommen. Ja. Und da konnte ich direkt die Klappe zuhauen. Das Geschäft lief super wunderbar. Ja. Hast du jetzt im Moment auch Schulden aktuell? Ja. Wie hoch? Ja, ich schätze mal beim Finanzamt bestimmt um die 9.000 Euro. Ja. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Mutter. Mhm. Du spielst dir vor, dass du dich um alles kümmerst. Ja. Dass du da zu den Ämtern gehst und
ja, halt nicht. Dinge erledigst, die man erledigen muss in der Situation. Mhm. Im Klartext, du tust, machst das aber nicht. Nein, ich belüge mich eigentlich auch selber. Du hängst zu Hause ab und machst gar nichts. Nee, ich lasse es immer darauf ankommen, dass ich voll Breitseite bekomme mit bösen Briefen und Mahnungen und also ich müsste eigentlich zum Finanzamt gehen und einige Dinge machen, aber ich schaffe es nicht. Ne? Warum nicht? Ich habe mich aufgegeben. Also ich bin ehrlich, ne? Also ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, so, ich warte hier in meiner Wohnung, bis ich sterbe. Und ich habe wirklich ein Problem und ich merke das auch. Und du bist, pass auf, du bist 35 Jahre alt. Ne? Du bist, du hast eine geschäftliche Sache in den Sand gesetzt, was tausend Menschen passiert. Ich finde keine Arbeit und alles. Und du halt, Moment, ich will es ein bisschen auflisten. Du hast 9000 Euro Schulden. Ja, Hammer. Ist Hammer, aber ist auch nicht Drama. Ist Hammer. Du bist gesund. Ja, glaube ich, doch schon. Ne? So. Und da will ich jetzt nicht hören von dir, dass du mit deinen süßen 35 Jahren da mir sagst, ich sitze in meiner Wohnung und warte, bis ich jetzt sterbe. Na, Domian, ich habe voll an deiner Waffel, ne? Ich habe das wirklich heute gesagt, ne? Ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tritt dich mal in deinen Hintern? Nee, ich kriege den Arsch nicht hoch. Ich weiß nicht, ja gut, ich kiffe schon seit 18 Jahren. Du kiffst? Gut, ja, sicher. Ah. Ja, nee, Kiffen macht träge. Also Kiffen, ja, das macht träge, aber ich meine, ich habe irgendwo nicht, ich habe den Gong nicht gehört. Mhm. Ich habe vorher schon geraucht, wo ich auch meine Geschäfte hatte, das war jetzt kein Problem. Mhm. Es ist mehr zum Problem geworden, weil auch die Finanzen fehlen und dass ich mehr rauche, weil ich habe ja auch mehr Zeit. Ja, ist klar, ist mir völlig klar. Du machst den ganzen Tag ja auch gar nichts. Gar ne? nichts, nein, ich hänge rum und guckst Fernsehen oder gehst raus mal oder... Ja, von was lebst du? Von der Sozialhilfe oder wie? Ja, genau. Und das ist beschämend. Das ist, also ich bin ein Kämpfer und habe mich aufgegeben. Ja. Und ich gehe nicht irgendwie nach einem Psychiater hin, weil die sind selber bescheuert. Ja, so. Das ist auch schon wieder ein komisches Urteil. Ja. Das ist, also ich gehe zu keinem Arzt, die sind ja alle krank. Ja, so das ist so eine dumme Verallgemeinerung. Du bist so für mich alleine. Nee, du bist kein Kämpfer. Du bist jammerig. Ja. Aber ich war so noch nicht gewesen. Es gibt Leute, die noch viel, viel, viel tiefer drin hängen und die sich hochrappeln und schaffen. Und so tief hängst du dann noch nicht drin. Das ist nicht schön. Ich will es gar nicht kleinreden. Auch 9000 Euro Schulden haben ist auch nicht schön, weiß Gott nicht. Aber so wie du es mir jetzt in den paar Minuten geschildert hast und eigentlich vom Typ her, wie du mir so rüberkommst, müsstest du wirklich das Zeug dazu haben, dich hinzusetzen und sagen, okay, ich stehe jetzt vor einem Riesenberg, aber jetzt fange ich an, nach oben zu klettern. Jeden Tag kletter ich einen Meter. Und irgendwann bin ich auf 4000 Meter oben. Es ist so schwierig, weißt du, weil aber man muss mir immer den Arsch immer nachgetragen hat. Ja. Und, was? Weil wer hat es nachgetragen? Meine Mutter hat mir immer den Arsch nachgetragen. So, dann bist du jetzt vielleicht, solltest du mit 35 mal wach werden und sagen, jetzt trage ich ihn mir selber nach. Und fang damit an, damit setzt du dich nämlich auch schon unter Druck, indem du deiner Mutter das erstmal offenbarst, das gestehst. Thema Geständnis. Ja, weißt du, ich wollte dir ja zeigen, dass ich das alles alleine kann. Nee, dann sag dir ganz einfach, pass mal auf, ich habe versagt, so und so ist die Situation, es tut mir irre leid, dieses ist jetzt der erste Schritt für mich. Ja, weißt du, Domian, ich habe überall versagt, weißt du, wie schwer das ist, dass ich denke, ich fühle mich ja schon als Versager, deswegen sage ich auch, ich brauche ja nur mehr antanzen. Immerhin hast du schon mal ein Nagelstudio aufgebaut und wie lange hast du das gemacht? 10 Jahre. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Na, hör mal. Nur ich habe Scheiße gebaut mit den Finanzen. Und, komm jetzt nicht. Ich sage, du jammerst. Ja. Du kannst es. Du hast das Zeug dazu. Ich höre es einfach in deiner Stimme, dass du letztendlich eine Powerfrau bist. Ja. Lass die Kifferei mehr sein. Die hilft dir nun wirklich nicht weiter. Ich komme da nicht von los. Ja, reduziere es doch. Glaubt mir kein Mensch. Wenn ich es nicht habe, dann werde ich böse, ich werde aggressiv. Ja, weil du hast ja auch gar nicht, du schaffst dir ja auch gar keine Aufgaben im Moment in deinem Leben. Du liegst bräsig und träge zu Hause. Ja, das stimmt auch. So. Ich weiß nicht, wie ich mich da rausziehen kann, weil ich hänge hier nur rum in der Bartasche. Indem du erstmal Entscheidungen triffst. Ja. Zuallererst ist die Entscheidung da. Und dann kommt die Tat. Und dann muss man sich selbst, dann muss man was tun. Ich finde, die allererste Sache ist, dass du deiner Mutter das erstmal alles richtig auf den Tisch legst. Das wird dir schon ein bisschen Dampf... Sie macht immer Vorwürfe und dann greifen wir uns wieder an, dann hau ich ab. Wie, du haust ab? Ja, weil die ist mir dann zu bekloppt, weil die mich dann anbrüllt und mir Vorwürfe macht. Also ich kann das nicht vertragen. Okay. Weil ich weiß, wo meine Fehler sind und okay, was ich die gemacht habe. Sie legt mir die immer wieder vor die Nase. Und deswegen, ich habe sie sehr lieb, aber ich kann da nicht hingehen. Ich fetze mich mit ihr vor das Programm. Ja, aber... Weil sie ist auch frustriert. Ne? Und ja, aber ich meine, das wird sie wahrscheinlich umhauen, ne? Wenn sie das erfährt, dass du gar nichts machst, oder? Eigentlich weiß ich, dass ich eigentlich nichts mache. Ich meine, ich belüge mich auch selber.
Ich tue immer nur so. Und das, aber du hast mir gerade gesagt, dass sie davon ausgeht, dass du schon Dinge... Sie meint, ich belüge sie, ne? Und es tut mir so weh, weil ich kann nicht lügen, weil ich hasse Lügner. Und ich belüge sie eigentlich nur, um mich selber zu schützen und eine Konfrontation wieder aus dem Weg zu gehen. So, dann sagst du ihr das einmal so ganz klar. Und wenn sie dann auch wieder hektisch reagiert und aggressiv, okay, dann ist es so, aber dann ist es, das ist nicht dein Hauptproblem. Dein Hauptproblem ist, dass du selbst aus den Socken kommst und dass du dich selbst in die Hand nimmst. Dass du zur Schuldnerberatung gehst, dass du deine ganzen Bürosachen da erledigst. Du hast offensichtlich ein Talent, dass du vielleicht wieder versuchst, frei zu arbeiten. Ich weiß es nicht, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich bin hier keine Berufsberatung. Aber ich merke, dass du eine Frau bist, die das letztendlich kann, wenn sie es will. Aber du musst es wollen, Mensch. Mein Problem ist, Domian, ich bin ungeduldig. Ich habe der Frau beim Arbeitsamt erklärt, die hat mir schon zu langsam geredet. Weil ich denke irgendwie schnell, ich bin auch ein bisschen, ich bin etwas hyperaktiv. Ja. Ich muss dieser Frau sagen, es ist unhöflich. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie was? Punkt 1, sie reden mir zu langsam. Ich habe das Gefühl, sie meinen, ich bin blöd. Und sie wiederholen immer alles 3- und 4-mal. Ja, da musst du dich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Die Leute auf dem Arbeitsamt, die haben auch genug zu tun. Ja, sei hektisch dir gegenüber und setz dich unter Druck und nicht die Frau auf dem Arbeitsamt. Ja, wenn mir teilweise schon 3-4 Menschen vorab böse begegnen, dann ist der Vierte fällig. Ja, aber das ist auch eine Frage, dass du dich selbst ein bisschen im Griff hast. Da lässt du den Zorn an anderen aus, den du vielleicht auf dich selbst hast. Ja, das stimmt auch. Ich bin im Moment sehr ungerecht. So, und wenn du vielleicht, du hast gerade den Satz gesagt, die haben so eh alle eine Klatsche, alle Psychologen oder so. Wenn du vielleicht von diesem Satz etwas abrücken könntest und dir parallel dazu auch noch ein bisschen Hilfe von außen holen würdest, wenn du das willst, dann mach das doch. Versuch doch einfach alle Wege. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du zumindest zu dir sagen, ich habe das ausprobiert. Oh, den Fünften wirklich ein Tod, weil ich hab eigentlich. Merkst du, dass du nur zumachst? Merkst du, dass du nur zumachst, was ich sage? Nein. Ja. Ach so? Ja, nein. Du sagst immer, ja, aber dann passiert das und das und das und das, und das geht nicht und jenes geht nicht. Mhm. Mensch, das geht. Ich hab's probiert, weil. Dann probier's nochmal. Ja. Kein Wenn und Aber. So, jetzt verbinde ich dich mit meiner Psychologin. Die gibt dir jetzt ein paar schlaue Adressen. Ich danke dir. Ne? Und da kannst du entscheiden, ob du das machst oder ob du es nicht machst. Ich habe grundsätzlich, glaube ich, eine gute Meinung von dir. Du musst es nur umsetzen. Dankeschön. Du musst es nur wirklich umsetzen. Ja, es ist meine Sturheit. Ich muss das Ohr öffnen, besser. Ja, ich muss lernen zuzuhören. Ja, und du stehst dir da selbst im Weg. Das hab ich mir selber gesagt. Mann, Sandra, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Mhm, alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht, Geständnisse. Ich möchte gerne mit euch reden über Geständnisse, die man euch gemacht hat, die ihr schon Leuten gemacht habt. Oder vielleicht seid ihr gerade dabei, ein Geständnis vorzubereiten. 0800 220 50 50. Übermorgen ist mein prominenter Gast Georg Uecker. 0 Uhr beginnt die Sendung, Samstagabend im WDR Fernsehen. Und ihr könnt mitmachen und euch jetzt anmelden schon unter domian@wdr.de. Und morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören. Mario, 29 Jahre alt. Hallo Mario. Hallo Jürgen. Hallo Mario. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe das Problem. Ich bin seit 6 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Ja. Wir haben auch ein Kind zusammen. Wie alt ist das Kind? 6. 6. Also 5. Beziehungsweise 7. Jetzt, sie wird 7. Oder 7, okay. Ja. Ja. Und ich gehe seit 4,5 Jahren fremd, allerdings mit Männern. Seit 4,5 Jahren schon? Seit 4,5 Jahren. Mit Männern? Mit Männern. Nur mit Männern, also überhaupt nicht mit Frauen? Überhaupt nicht, nein. Wie ist denn der Sex mit deiner Freundin? Ist der noch? Der Sex mit meiner Freundin ist eigentlich gut, sag ich mal. Ja. Aber mit Männern, das ist halt der Kick, also ist es eigentlich noch besser, sag ich mal. Ja. Und was sind das so anonyme Beziehungen mit Männern oder hast du feste Sexkontakte? Also ich habe 2, 3 feste Sexkontakte. Ah ja. Also sind das schwule Männer oder auch eher Bisexuelle wie du? Also Bisexuelle. Ja. Mhm. Und die sind auch alle verheiratet bzw. vergeben. Ja. Und wie gesagt, also wir treffen uns so, weiß nicht, alle 2, 3 Monate, aber. Ach so. Also immer einzeln halt, also nicht alle zusammen jetzt in einer Gruppe oder so. Ja. Aber diese Männer kennen nicht deine Freundin. Da gibt es keine Verbindung, keine Bekanntschaften. Nee, gibt's nicht. Das ist völlig eine ganz andere Welt. Wo hast du die Männer kennengelernt? Also die habe ich aus dem Chat kennengelernt. Mhm. Also jetzt nicht aus dem Internet, sondern aus anderen Chats. Ja. Aus dem Fernsehen. Ja. Das sind reine Sexgeschichten für dich. Nur Sexgeschichten. Reine Sex, du könntest dich da nicht in einen von den Typen verlieben und wolltest mit denen eine Beziehung haben oder sowas. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Überhaupt nicht vorstellen. Kein Thema für mich. Mhm.
was interessiert dich so sehr an dem Sex mit Männern? Ja, das ist vor allem natürlich anders. Mhm. Also ich stehe jetzt eigentlich mehr auf Frauen halt. Mhm. Wie gesagt, Sex ist nur mit Männern. Ja. Aber Orgasmus bei Männern ist stärker. Ja. Mhm. Denkst du, wenn du mit deiner Freundin schläfst, an den Sex mit Männern? Nicht immer, kommt drauf an. Also meistens nicht. Meistens nicht. Mhm. Also hin und wieder kommt das mal vor. Mhm. Du sagst, das läuft seit 4,5 Jahren so. Ja. Gab es vorher, bevor du deine Freundin kennengelernt hast, auch schon mal Erfahrungen mit Männern oder hast du sie erst dann gemacht? Also ich habe es vorher einmal gemacht, da war ich allerdings solo gewesen. Mhm. Und wie gesagt, also das hat mir gut gefallen, sag ich mal. Mhm. Aber danach war wieder Ebbe am Strand, sag ich mal. Mhm. Und jetzt seit 4,5 Jahren wieder. Ja. Aber also wie gesagt, so einen Monat, ein, zwei Mal vielleicht. Ja, aber immerhin, ne? Ein, zwei Mal im Monat ist ja schon unter Umständen alle zwei Wochen. Ungefähr, kann man sagen. Ungefähr. Mhm. Deine Freundin hat keinen blassen Schimmer davon. Bis gestern. Bis gestern? Also das war mein Geständnis. Ach, du hast schon gestanden. Also das war mein Geständnis gestern. Ach, du hast es ihr gesagt gestern. Habe ich ihr erzählt. Also ich konnte es nicht mal ihm ertragen. Also das war so ein Ballon in mir. Und, wie hat sie reagiert? Wie soll ich sagen, das teils. Zuerst war natürlich ein Riesenschock gewesen. Da hatte sie gar nicht mit gerechnet. Also ich sag mal so, sie hat wohl vermutet die letzte Zeit. Aber warum vermutet sie das, wenn du das ganz geheim gehalten hast? Weil ich öfter mit Männern unterwegs war halt. Ja, also gut, wie viele Männer sind mit Männern unterwegs? Kollegen. Gut, ich habe auch eine Menge Kollegen erzählt. Ja. Aber irgendwie hat sie es vermutet. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ja. So, und hat sie geschrien, hat sie geweint, war sie... Also natürlich, also wie gesagt, sie wäre es natürlich einen dicken Hals gehabt, war sauer, hat auch geweint. Mhm. Aber am Ende, also, und irgendwann nach 2-3 Stunden kam sie wieder. Mhm. Dann sagte sie, erstens gut, dass du das gesagt hast. Mhm. Und zweitens, ich kann damit jetzt vielleicht doch besser umgehen, als wenn er mit Frauen im Bett gewesen wäre. Aha. Also das ist ein Signal, dass sie sich nicht von dir trennen will? Nein, auf keinen Fall. Und ich möchte das auch nicht. Sondern, dass sie sagt, ich kann da unter Umständen sogar mit leben. Eventuell. Aber ich will versuchen, ein bisschen so langsam abzubauen. Ja. Hat sie gesagt, wenn du es machst, musst du es mir sagen und belüge mich nicht. Ich fahre da und dahin, sondern sag mir das dann auch. Genau, so hat sie es gesagt. Mhm. Toll. Ja, ich weiß. Toll. Sie hätte dich auch rausschmeißen können, hochkant. Ja, sicher. Ich habe solche Geschichten schon öfter gehört. Ja. Und da haben die Männer ganz einfach rausgeworfen. Ja, ja. Was ja auch verständlich ist, ne? Es ist 4,5 Jahre Betrug. Egal. Ich finde es ja dann egal, ob das mit einem Mann oder mit einer Frau ist. Ja, eben. Also, wie gesagt, ich habe ja das gestern gebeichtet, weil ich habe so einen Druck in mir gehabt, also ich konnte nicht mehr. Ja. Ich war. Wahrscheinlich hast du es ihr auch so erklärt wie mir gerade, dass es da wirklich nur um Sex geht und nicht um Gefühle. Nein, also es geht wirklich nur um Sex. Also verlieben in Mann könnte ich mir auf keinen Fall. Mhm. Das ist also natürlich für sie, kann ich mir vorstellen, beruhigend. Ne? Das ist schwieriger wäre das wahrscheinlich, wenn du sagen würdest, ich weiß es nicht, ich halte selbst das für möglich. Dann hätte sie ja viel mehr Angst unter Umständen. Ja, also ich denke mal, sie kam vielleicht eventuell da drauf, weil ich schon mal ihr vorgeschlagen habe, im Swingerclub zu gehen oder irgendwie so mal Leute mal kennenlernen habe. Ja. Und dann eventuell mal was zu dritt oder zu viert machen könnte. Ja. Vielleicht kam es davon, dass ja. Er da irgendwie langsam vermutet hat. Wäre das nicht sogar ein Kompromiss, wenn ihr das machen würdet? Dann hätte sie Interesse daran, dass sie mit zwei Männern, also mit dir und mit einem anderen Typ beispielsweise, was zusammen macht? Keine Ahnung. Wäre ja auch nur eine Überlegung, das mal vorzuschlagen. Dann ist es ganz ordentlich gelöst alles. Also die Chancen sind so 50-50, sag ich mal dann. Mhm. Mhm. Vielleicht eventuell erstmal mit einem Pärchen und ohne Partnertausch, ich habe keine Ahnung. Ja, irgend sowas, ja. Mhm. Also mich wird das schon mal auf jeden Fall reizen. Du hast es ihr damals schon mal vorgeschlagen? Also ja, das ist auch schon knapp 5 Jahre jetzt. Ach so, bevor ich damit angefangen habe. Ach so. Ein halbes Jahr vorher ungefähr. Und wie hat sie damals darauf reagiert? Ganz abweisend? Ja, also da hat sie ganz abweisend erstmal drauf reagiert. Ja, gut, aber inzwischen, Jim war halt, wie gesagt, man hat sich besser kennengelernt. Ja. In den ganzen Jahren und eventuell vielleicht mal nur noch irgendwann mal vorschlagen. Vielleicht, ja. So, jetzt, aber so ganz langsam halt. Jetzt erklär mir mal, nach 4,5 Jahren, warum jetzt das Geständnis? Warum nicht schon früher zum Beispiel? Nicht nach ja, also ich konnte es einfach nicht. Also das Gewissen war irgendwann so belastet, das war irgendwann der I-Punkt und hast du gesagt, jetzt muss ich jetzt was sagen.
Also der Druck, der war so ungemein groß gewesen. Ich sag mal, so die ersten 3 Jahre habe ich gar keine Probleme damit gehabt. Mhm. Da verdrängt man das vielleicht auch irgendwie und sagt sich, ach, das hat ja mit der Beziehung nichts zu tun und ja, so weiter. Genau. Mhm. Genau. Ja. Und jetzt die letzten 1,5 Jahre ist der Druck ungemein gewachsen. Also ich finde es gut, dass du es gesagt hast. Und ich finde es auch ganz toll, wie deine Freundin reagiert hat. Ja, das gut. Aber ich meine, für mich war das im Endeffekt positiv, kann man nur sagen. Aber hallo. Mhm. Mhm. Aber gut, jetzt muss man erstmal gucken, ob es auch funktioniert. Ne? Ob, also wie gesagt, ich will es versuchen, noch ein bisschen zu reduzieren jetzt noch. Mhm. Mhm. Und erstmal für meine Freundin da sein. Ja, finde ich auch sehr gut. Und vielleicht findet ihr sogar zu zweiten Weg, dass ihr eure Sexualität erweitert mit einem Paar oder mit einem zweiten Mann, sodass sie da auch was von hat und es vielleicht sogar für euch alle dann toll ist. Ich sag mal, geträumt davon habe ich schon mal, von zu dritt irgendwie mal. Ja, ja. Also ja, gut, zu träumen oder Realität ist irgendwie was anderes. Ja. Ja, also gut, dass du es gemacht hast. Ja. Tolle Reaktion von deiner Freundin und hoffen wir, dass dadurch die Beziehung jetzt wirklich nicht belastet und kaputt geht, sondern dass ihr weiter gut zusammenbleibt. Ja, ich hoffe noch so 20 oder 30 Jahre. Ja, ich meine, ihr habt ja auch ein Kind, das ist eine kleine Familie. Deswegen, ja. Mhm. Ja, Mario, gut, dass du es gemacht hast, nochmal gesagt. Alles. Kann ich mal jemanden grüßen? Ja, okay. Ganz schnell? Ja. Die Yvonne von der Tankstelle. Die Yvonne von der Tankstelle? Ja. Guck an. Ich weiß schon Bescheid. Die Yvonne von der Tankstelle. Grüße ich die auch jetzt ganz einfach mal. Ja, die hört sich jede Nacht. Die Yvonne von der Tankstelle. Und du grüßt sie herzlich. Und Autogramm möchte ich gerne noch. Ja, da legst du auf wegen der Anschrift, rufen wir dich nochmal an und du grüßt herzlich von mir deine Freundin. Ja, mach ich. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Das war der Mario. Und hier ist die Nicole. Und Nicole ist 21. Hallo, Nicole. Ja, hallo, Domian. Geht es um ein Geständnis, was schon gemacht wurde, oder steht das noch an? Es steht noch an. Das du gerne machen willst? Ja. Erzähl. Und zwar habe ich eine einjährige Beziehung mit meinem ehemaligen Fahrlehrer. Er ist 45. Mit dem ehemaligen Fahrlehrer? Ja. Da hat es geschnackelt, während ihr hinten eingeparkt habt, oder? Ja, genau. Also es hatte eigentlich schon bei der Anmeldung gefunkt gehabt, weil meine Mutter war auch schon bei ihm, Fahrschülerin. Aber die hatte nichts mit ihm? Nein. Ja. Wer weiß es? Oder? Nein, also das glaube ich nicht. Wann hast du denn das? Er hat es mir auch versprochen, also er hat mir gesagt, dass es nicht so ist. Und wann hast du deinen Führerschein gemacht? Vor einem guten Jahr. Also am 23.12. habe ich mich angemeldet. Und ich habe jetzt so meinen Führerschein fast seit einem Jahr. Ja. Mhm. Und ich hoffe mal, dass du nicht auch noch in einer festen Beziehung bist. Nein, ich bin Single. Du bist Single? Eher vermutlich nicht, oder? Ja. Da haben wir's. Ja. Er ist verheiratet und hat Kinder. Ja, er hat zwei Töchter. Zwei Töchter. Und seine Älteste, die ist 23, seine Jüngste ist 20 und sie hat auch schon ein Kind. Mhm. Wie nah ist denn das Verhältnis? Ist das eine richtige Liebesbeziehung oder eine reine Sexgeschichte? Nein, zu Anfang habe ich darin eigentlich bloß sowas wie eine Affäre gesehen. Mhm. Aber das wurde dann halt immer mehr, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich noch Fahrschülerin war, habe ich ihn ja auch regelmäßig immer gesehen gehabt. Mhm. Und das war sowieso so eine komische Sache, wie wir uns näher gekommen sind. Jetzt muss ich ja fragen, ist das während der Fahrstundenzeit passiert? Ja. Ja, von ihm ausgehend vermutlich, ne? Also mehr von ihm. Ich habe mir so gedacht bei der Anmeldung auch, der sieht aber gut aus. Mhm. Aber ich konnte mir eigentlich schon denken, dass er verheiratet ist. Und deswegen mache ich mir auch eigentlich Vorwürfe, dadurch, dass ich das ja schon von vornherein wusste, dass er verheiratet ist. Also lass mich mal fragen, also es fing während des Unterrichts an, hat er angefangen, irgendwas zu machen? Also ich war mit der Theorie schon fast fertig. Ah ja. Ich hatte meine erste theoretische Prüfung, hatte ich versiebt gehabt. Und dann hat es halt bei der kleinen Autobahnfahrt gefunkt. Und der erste Kuss hat auch im Auto stattgefunden? Nein. Wie hat's denn er hatte mich so während der Fahrt gefragt, was ich denn heute Abend noch vorhabe. Ach so. Ich war da noch zur Schule. Ich habe jetzt so eine Ausbildung und bin jetzt nicht mehr bei ihm zu Hause. Er wohnt genau im gleichen Ort wie ich. Ja.
Und ich bin jetzt 810 Kilometer entfernt. 800? Also wir haben jetzt seit 4 Monaten eine Fernbeziehung. Hast du gerade gesagt 8 bis 10 oder 810? 810 Kilometer. 810 Kilometer? Ja. Das ist natürlich eine Entfernung. Er ist in Brandenburg und ich bin unten hier. Ja, du musst ja gar nicht den Ort sagen. Dann seht ihr euch ja gar nicht so oft. Er war vor einer Woche hier und hat mich besucht. Ah ja. Mhm. Er hatte eine Weiterbildung und hat mich dann halt dann hier besucht. Mhm. Und ansonsten eigentlich so, unter uns führen wir eigentlich eine normale Beziehung. Wenn wir nicht zu Hause sind, ja. Da achten wir dann doch schon drauf, dass im Ort uns dann nicht so viele sehen, weil er ja durch die Fahrschule sehr bekannt ist. Also, du hast gerade am Anfang gesagt, anfänglich war das für dich eher so eine Affäre. Mittlerweile, ja. höre ich jetzt raus, hast du das Gefühl, du bist richtig mit dem zusammen. Ja. Wenngleich ihr auch so weit auseinander jetzt wohnt. Ja. Wer weiß von diesem geheimen Verhältnis? Meine Mutter und ihre Mutter. Die wissen beide. Ah ja, also deine Oma und deine Mama. Genau. Was sagen die dazu? Die sagen, Mensch Mädel, muss es denn unbedingt ein Älterer sein? Muss es denn unbedingt ein Fahrlehrer sein? Und ja, muss es unbedingt ein verheirateter Mann sein? Ja, muss es denn unbedingt ein verheirateter Mann sein? Was sagt denn der verheiratete Mann dazu, wie das weitergehen soll? Er hat seine Familie, seine Kinder? Ja, das ist ja auch das Problem. Er hat Angst, wenn es rauskommt. Er hat dann auch schon gesagt, dass sein Vater es vielleicht verstehen könnte, aber seine Mutter ist doch sehr konservativ. Sie möchte doch eher, dass seine Ehe bestehen bleibt. Ich finde, in erster Linie geht es nicht um seinen Vater und seine Mutter, sondern es geht um seine Frau. Was ist denn da los? Also ich habe ja auch da mit ihm drüber gesprochen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein attraktiver Mann von seiner Frau nicht geliebt wird, wie sich Frau und Mann lieben. Mhm. Er hat dann auch so gesagt, seitdem die erste Tochter auf der Welt ist, läuft im Bett nicht mehr das, was er sich Also er ist vorstellt. Unglücklich in der Beziehung. Er ist unglücklich, Liebt er seine Frau denn noch? Teils, teils. Ich denke mal, durch die Kinder ist so eine Verpflichtung da, so eine familiäre Bindung halt auch. Ja. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, dass seine jüngste Tochter das wahrscheinlich gar nicht akzeptieren könnte, wenn sie beide sich trennen. Mhm. Und er hat dann halt auch Angst, dass seine Enkelin von ihm getrennt wird. Mhm. Also der Mann hat sehr viel Angst. Er hat Angst vor der Mama, vor dem Papa, vor der Enkelin, vor der Tochter, vor der Meinung der Leute und so weiter. Genau. Ja, das klingt nicht gerade nach jemandem, nach einem Kerl, der sagt, so ist mein Leben und so ziehe ich das durch. So klingt es nicht. Ne? Es klingt nach jemandem, der sich so durchwuselt und irgendwie alle Eisen im Feuer haben möchte. Ja, und das ist ja auch mein Problem, weil ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich möchte nicht jahrelang nur Geliebte sein, sondern ich habe dann auch gesagt, wenn es nach der Ausbildung das ungefähr so in 3 Jahren fertig sein wird, oder noch kürzer, ich glaube 2 Jahre und 7 Monate, ist aber auch sekundär. Jedenfalls habe ich gesagt, nach der Lehre möchte ich aber dann eine Entscheidung haben. Also ich finde, das ist sogar sehr weit gegriffen, wenn du ihm fast 3 Jahre Zeit noch gibst, finde ich eigentlich zu viel. Ich finde, das ist nun auch ein sehr erwachsener Mann, dass der eine Entscheidung für sein Leben treffen müsste. Jetzt läuft das schon ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr und nach einem Jahr muss man verdammt nochmal in sich hören können und sagen, das will ich oder das will ich und ich bin bereit, auch die Konsequenzen zu tragen, wenn ich die Nicole liebe. Ja. Ich würde dem nicht mehr 3 Jahre geben, Nicole. Wirklich nicht mehr. Ja, du bist 5. Rad am Wagen, der lässt das alles irgendwie so laufen und wahrscheinlich bist du irgendwann dann doch diejenige, die verliert. Naja, und er sagt aber auch immer wieder, dass er auch sehen möchte, nicht, dass er seine Familie verlässt. Und er hatte dann auch immer gesagt, ja, du, ich bin aber halt 45 und du bist 21. Mhm. Und mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Der will aber auch die 100%ige Absicherung. Jetzt hat er wieder Angst, dass du, weil du jünger bist, ihn dann eventuell verlassen könntest. Ja, und deswegen. Ja, ich mag schon. Also es ist ein sehr weicher Typ.
wie gesagt, aber ich muss auch sagen, ich hänge sehr an diesem Mann, weil uns noch eine andere Tatsache verbindet, weil ich nämlich im September hatte ich eine Fehlgeburt von ihm. Mhm. Ich war im zweiten Monat schwanger gewesen, mhm. hatte dann einen Schwangerschaftstest gemacht bei ihm mhm. und habe ihm dann den Test gezeigt. Und natürlich kamen wir dann da beide ins Grübeln. Und dann habe ich mir gleich zum nächsten Tag einen Termin bei meiner Ärztin geholt, mhm. bei meiner Frauenärztin. Mhm. Und die hat dann halt festgestellt, dass ich in der 8. und 9. Schwangerschaftswoche bin. Mhm. Aber mhm. sie hat dann halt festgestellt, dass keine Herztöne mehr sind. Ach so. Also das ist natürlich auch eine Verbindung. Ja. Und vor allen Dingen, habt ihr es auch darauf ankommen lassen, dass du schwanger wirst? Nein. Nein? Ich sag so, ich wünsche mir ein Kind von ihm, aber halt wie gesagt, ich möchte auch dem Kind mhm. was bieten. Ich mhm. möchte erstmal eine Existenz aufbauen. Und es auf war halt auch gewesen, dass ich halt zu Hause ein bisschen Stress hatte und verstehe. Dadurch hatte ich dann auch, naja, also Nicole. Was ich keinem anderen Mädchen wünschen würde, aber jedenfalls hatte ich dann meine Pille unregelmäßig genommen gehabt ja. und dadurch dann halt. Du liebst diesen Mann sehr. Ja, sehr. So. Ich würde diesem Mann an deiner Stelle nicht mehr 3 Jahre geben. Ich will jetzt keine Zeit einfach so sagen, aber gib ihm nicht mehr so sehr viel lange Zeit, bis er eine Entscheidung trifft. Sonst bist du die Traurige und du bist die Verliererin. Das ist meine Meinung. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Sehr schwer. Ja, man hat es nicht leicht. Ich biete dir mal noch an, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Da hast du noch eine andere Meinung, okay? Ja. Legst du mal auf, wir rufen nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss, Nicole. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Hanne. Hanne, 33. Hallo, Hanne. Hallo. Ja, auch noch ein Geständnis? Ja. Und? Und zwar, ich wollte eigentlich gestern zum Zahnarzt. Wie? Gestern? Ja. Ja. Und bin aber nicht gegangen, weil ich ziemlich Schiss habe. Ach, Hanne. Ich habe extra freigenommen. Was? Du hast die extra freigenommen? Mein Mann. Dein Mann? Ja, der sollte dann hier auf die Lütte aufpassen, die ja. ist frei. Ja. Ja, und ich bin 2 Stunden spazieren. Ach so, und der Mann hat gedacht, du wärst beim Zahnarzt? Ja. Und hast so. Hinterher gesagt, ich war beim Zahnarzt? Ja. Mann, hast du so Angst vor dem Zahnarzt? Ja, ich habe eine Wahl. Also ich würde lieber noch 10 Kinder kriegen, als sie einmal zum Zahnarzt. Wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Oh. 3 Jahre, 4 Jahre. Hast du Schmerzen? Ja, also so ein Klopfen und so ein Ziehen im also Backenzahn. Also es ist eine Entzündung. Da ist einiges im Argen. Ja. Mhm. Ja. Jetzt hast du den Mann belogen. Die Zahnschmerzen sind noch da. Ja. Und du? Ja, weiß ich nicht. Jetzt musst du dem Mann das gestehen, was du da gemacht hast. Weiß dein Mann, dass du so Angst hast vor dem Zahnarzt? Ja, das weiß er. Also hat schon gesagt, ich schieb dich da mit Handschellen hin, dass du mir nicht abhaust. Gute Idee. Nee. Nein, das ist keine gute Idee. Aber eine gute Idee ist auf jeden Fall, deinem Mann dieses erstmal jetzt zu gestehen. Ja. So, du gemein. Du musst heute jetzt um 3:45 heute Morgen aufstehen und ist dann nicht mehr da, wenn ich dann wach werde. Na gut, aber er kommt ja morgen Abend wieder, oder wie? Ja, ja. Bloß ich muss dann in der Zeit irgendwie geschafft haben, zum Zahnarzt zu kommen, weil ich halte es fast nicht mehr aus. Ja. Also ich habe schon mir 2 Schmerztabletten eingeschmissen. Achso, das ist jetzt für dich schon entschieden, dass du irgendwie jetzt im Laufe... Ja, hin muss ich, weil... Du musst hin. Mhm. Ja. Dann, ja, und es ihm dann im Nachhinein zu gestehen. Ja, ja. Mhm. Aber ja. Schiss habe ich trotzdem. Ich habe eine wahnsinnige Schiss vor diesem Scheißzahn. Hast du denn kein Vertrauen zu diesem Zahnarzt? Nee, also weiß ich nicht. Wenn ich die schon mit ihrem Bohrer sehe, dann kriege ich einen Vogel. Hast du schon mal mit einem anderen versucht? Es gibt ja nur solche. Ich habe allgemein Angst vor Ärzten. Ach so. Mhm. Mhm. Weiß dieser Zahnarzt, dass du Angst vor dem Zahnarzt hast? Ja, aber die ignoriert das. Ist eine Frau? Ja. Mhm. Finde ich nicht gut. Ich finde, dass man einen Zahnarzt sich suchen sollte, der damit sensibel umgeht. Also ich sitze da und mir laufen die Tränen runter mhm. und ich klapper mit den Füßen. Also wenn ich Holzbotten an hätte, mhm. würde das der Wartende im Wartezimmer mal so laut. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Also auf jeden Fall musst du jetzt hin, weil da was Akutes ist. Da musst du jetzt durch. Dennoch möchte ich dir, wir rufen dich gleich nochmal zurück, weil die Sendung gleich vorbei ist. Es gibt so, ich weiß gerade jetzt nicht die Adresse auswendig, im Internet so eine Anlaufstelle für Leute, die große Angst haben vom Zahnarzt. Mhm. Da würde ich dir raten, klick da mal rein und erkundige dich mal so ein bisschen. Ja. Ich weiß gerade die Adresse nicht auswendig. Wir rufen dich. Ich höre gerade www.zahnarzt.de.
www.zahnarztangst.de heißt das. Okay. www.zahnarztangst.de. Okay. Alles Gute für morgen. Gut, danke. Tschüss. In der Technik, Johanna Knur. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio. Übermorgen ist im WDR-Fernsehen 0 Uhr mein Gast Georg Uecker. Und wenn ihr mitmachen wollt, würde mich sehr freuen. Meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Um 0 Uhr beginnt Samstagnacht unsere Sendung mit Georg Uecker. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.